deplin un botez. Uzogin, tu nu nu asamble, nu tu nu suen asam, cu nu sa dansam, nu le depadam. Gleich ist es soweit, dann startet das 30. Hawaiki Nui Wa-Rennen. Hier von Huahine, 45 Kilometer über die offene See nach Raiatea. Schon richtig was los hier. Und wir sind mittendrin. Da muss die Regatta durch. Das ist nämlich die Passeinfahrt von Huahine. Und dann schwimmen hier noch Delfine rum. Da tricksen nämlich ein paar mit ihrem Kanu. Die haben ein Seil vorne dran. Und dann werden die von den Delfinen gezogen. Da kommen die Ersten. Es ist der absolute Wahnsinn. Weiter, wa? Oder ist er schneller als wir? Armen Ruderer. Die Friere holt langsam auf. Ich glaube, die wollen uns herausfordern. Ja, auf jeden Fall rudern die so um die 6 Knoten. Irre.
letzter Segeltörn mit der Limelight. Leute, was sagst du? Zumindest der letzte Turn, würde ich sagen, übers offene Meer. Danach machen wir ja noch einen kleinen Turn innerhalb des Riffs. Schön. Blauer Himmel wäre noch schöner. Die Annette bereitet das letzte Mal das Frühstück auf hoher See vor. Weil wir haben nämlich noch nicht gefrühstückt. Das ging ja heute Morgen um 7 Uhr schon los. Da hinten folgen jetzt die polynesischen Segler. Die werden wahrscheinlich gleich überholen. Wir haben auch riesige Wellen heute. Die müssen alle hart kämpfen. Und? Süßes Frühstück für den süßen Micha. Oh, lecker Croissant mit Nutella und Banane. Und das, wo die anderen sich hier so abrackern müssen. Na, irgendjemand muss ja die Kalorien verbrennen, die wir zu uns nehmen. Genau. Genau. Angeschossen. Haben sie geschafft. Wasser rausgeschöpft, damit das Schiff nicht zu schwer ist oder das Kanu nicht zu schwer ist. Annette genießt die letzten Meilen, leider bei Nieselregen. Jetzt regnet es auch noch, aber ich glaube, die in ihrem Ruderboot, die merken das nicht. Die sind so durchgenässt und durchgeschwitzt. 4 Stunden sind die jetzt am Rudern. Das bei den Wellen. 4,5 Stunden rudern, das ist jetzt noch 1,5 Meilen bis zum Ziel. Wir kommen ungefähr so mit den letzten an. Jetzt gibt es den Endspurt. Jetzt geht noch mal richtig los. Der Endspurt. Wir sind kurz vor dem Atoll Raiatea, kurz vor der Einfahrt.
ein war, überholt nochmal das andere. Schade, die Roten geben sich so eine Mühe, aber wenn schon einer fehlt, ne, ist das bestimmt gar nicht einfach. Da, wo die Rotweizen dicker sind, scheint das Ziel zu sein. Ich glaube, das sind die letzten, die Roten. Hut ab vor der Leistung. Die letzten, da kommen noch welche? Ja, ja, ah, tatsächlich, ja. Und morgen kommt die nächste Etappe. Ich weiß gar nicht, wie man das macht mit den Armen. Puro tu, ma ohie, mutuatia, watapiria e ohe, watifaya tu ito, te onei. Tag, Hawaiki, Nui Wa. Wir sind heute auf der Friire und wollen die Regatta begleiten. Okay, Spuk. Motoren sind gestartet. Die Limelight bleibt hier, passt drauf. Genau, hier fällt den Ankerplatz frei. Ja, halt den Ankerplatz frei. Hier wird eben den Anker. Das sind so spezielle Tricks. Ah. Es muss natürlich erstmal der Hanepot abgemacht werden. Bei Kat heißt das Preidel. Preidel? Preidel. Ah, okay. Das ist amerikanisch für Hanepot. Haben wir was gelernt. Herrliches Wasser hier, da sieht man schön, wie die Ankerkette hier liegt, auf 2 Meter Wasser. Da liegt der Anker. Jetzt wird er aus dem Sand gebrochen. Jawohl. Alle frei. Da ist er. Anker oben. Anker oben. So, ist auch ein fettes Ding. Gesäubert. Und schon ist alles wieder tippitoppi. Der Steuermann hat das hier hoffentlich alles im Griff. Hawaiki! Hawaiki! Da vorne kommt der Pulk schon an. Heute 15 Kilometer innerhalb der Lagune. Das ist schon irre. Die armen Ruderer müssen sich hier durch die Wellen von den Motorbooten durchkämpfen. Oh, da sind sogar auch 2 Ruderboote. Ja, die fahren natürlich dicht in der Landabdeckung, damit sie nicht so viele Wellen haben. Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht zu dem Rennen. Gestern ist ein 27-jähriger Ruderer an einem Herzinfarkt gestorben. Echt schrecklich. Voll durchtrainiert, mitten im Leben.
kommt aber nicht dran hier. Ich halte das mal alles für die Versicherung fest, ne? Ja, mach das mal wieder. Also wenn man sieht, wie schnell hier die Schiffe fahren, dann sieht man natürlich auch, wie schnell die rudern können. Oh, das ist schnell, der Gelbe. Ja. Der hat Team Shell hat gestern gewonnen. Die haben eine Welle von der Seite gekriegt, da kippen die ja fast um. Zieleinlauf, glaube ich. Jetzt nochmal alles geben. Ja. Die letzte Boje. Jetzt zieht durch. Die klettert jetzt in den Mast und hat die St. Pauli-Fahne wieder enttüdelt.
Das Gute hier auf der Friere ist, es gibt hier schon kurz nach 12 Pastis. Ist aber noch hell, wir aber haben Mondfinsternis. Kommen jetzt die ganzen Begleitschiffe hier zum Zieleinlauf. Und hier sind sie alle. Hier ist die Frauencruise, die noch angekommen sind. Hallo, hallo. Wenn man sich hier auf der Friere einbucht, dann kriegt man hier sowas geboten. Hier selbstgemachter Schinken, selbstgemachter Käse, selbstgemachtes Brot. Selbstgemachte Tomaten. Das alles hier, die Wette ist super, super. Weißt du eigentlich nachts, wenn ein Squall kommt? Ja. Kannst du irgendwie unterscheiden, ob es nur Regen ist oder ein Squall? Siehst du das, dass es irgendwie dunkler ist? Nee. So kann man das natürlich auch machen, ne? Ja. Ah, eine schöne Dusche, ne? Ui! Ja, ja, steuern. Das Paddeln auch und steuern. Guck mal hier. Da muss aber. Guck mal hier. Ja, da willst du bleiben. Was da kommt. Und das ist für uns. Das ist für uns. Oh, super. Mine.